Liebe Freundinnen und Freunde, Hermann Otto Solms hat gesagt, dass er gerne bei seiner Vorstellungsrede sein Amt später an einen meiner Enkel abgeben wolle. Das hat erstmal dazu geführt, dass ich Anrufe von meinen Kindern 16, 14, 12 bekam, wann sie sich denn an das Enkelkriegen heranmachen müssten. Ich habe sie dann beruhigt und gesagt, nein, Solms ist ein kluger Denker, der weiß, dass zwei Dinge vorher kommen. Und die sind wichtig, nämlich Bildung und das Ganze auf einer schuldenfreien Basis. Verkürzt gesagt, auf Schuldenbergen können Kinder eben nicht spielen und nicht lernen. Und das ist das, wofür ich stehe, das ist das, wofür ich mich auch in den nächsten zwei Jahren für Sie, für euch, für den liberalen Gedanken einsetzen will. Die Basis dafür zu schaffen, dass wir weiterhin in Zukunft Möglichkeiten haben, in unsere Zukunft zu investieren. Nicht nur in Beton, nicht nur in Straßen, sondern eben in Köpfe auch. Und dabei bedarf es einer liberalen Stimme, die sagt, es ist manches schön, dass wir uns leisten können, aber es ist wichtig, auch den Älteren zu sagen, die Zukunft für euch liegt in den Köpfen unserer Kinder. Meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder gehört, wie wichtig es doch wäre, heutzutage in der Politik Mut zu fassen. Wir haben das auch geschrieben. Ich mag dabei einer derjenigen sein, die eher für die leisen Töne stehen, die eher für das Nachdenkliche stehen. Aber ich will eines deutlich sagen. Wir brauchen Mut, wir brauchen keinen Übermut und wir werden niemals Hochmut zeigen. Bei dieser Arbeit, das so hinzubekommen, bitte ich um Ihre Stimme, bitte um Ihre Unterstützung als jetzt fast 50-Jähriger, der verheiratet ist, drei Kinder hat und froh ist, dass er Liberaler ist. Herzlichen Dank.